Eine Schwingskulptur ist ein künstlerisch essenzfokussiertes Werk. Jemand, der was von der Decke hängt, ist ein Kretin, der etwas von der Decke hängt. Verstehen Sie? Ah, toll, die Schwingskulpturbauten. Das freut mich. Das freut mich sehr, dass das ausgewählt wurde. Ah, ja, ich bin bei den Schwingskulpturbauten ehrlicherweise ein bisschen hinterhergerissen. Es ist, ich gebe dir absolut recht, Peter, es ist schon ein Herzenswerk, weil es eine Herzenskünstlerin ist. Ajita Gupta, eine phänomenale, ganz herausragende indische Künstlerin, die Anfang, Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hervorragende, weichenstellende Arbeiten geliefert hat für einen. Die Skulptik revolutionierte. Das Revolutionierte ist, glaube ich, wahrscheinlich das Wort, was ich gesucht habe. Auch wenn es eine Sperrigkeit nicht ganz negiert, eine Sperrigkeit wohnt ihr schon auch inne, bei aller Herzenswärme, die Künstlerin hat, aber diese Schwingskulpturbauten erschließen sich nicht sofort. Die Standskulptik zu hinterfragen, eine neue Art der Skulptik in die Welt zu bringen, das hat mich schon sehr begeistert. Und das ist meines Erachtens. Die Ursprungsidee der Skulptik ist ja, dass sie sich im Sein, im Stehen, im Ort manifestiert. Eine Skulptur, die ist da, die ist im Raum, die kann ich nicht wegdenken, weginterpretieren. Und die Schwingskulpturbauten von Ajita Gupta nehmen dieses Moment und führen es ad absurdum. Wir haben Schwingskulpturbauten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie stehen also nicht im Raum. Sie manifestieren sich nicht. Sie sind nicht greifbar von unten, sondern sie hängen von oben herab als immanenter Teil des Kunstwerks. Und das war damals sehr neuartig und deswegen kam auch diese pejorative Verunglimpfung dieser Kunstform als eben Traumfängerkunst und Vergleiche, die sehr, sehr boulevardesk, Ja, sehr, sehr obszön wurden. wirklich obszön. Und natürlich mit der leichten Esoterik, die Ajita auch als Teil ihrer Lebensform gewählt hat, sich sehr leicht vereinbaren lassen, wenn man sich mit der Materie nicht Ja, auskennt. man liest Freizügigen Jahren. von den freizügigen Jahren, Liest man. aber auch von den Traumfänger-Allegorien. Da hängt die Skulptur und dann fliegt ein Vogel dran. Ne? Aber meines Erachtens fliegt der Vogel nicht an die Skulptur, sondern die Skulptur an den Vogel, wenn Sie verstehen, wie ich meine. Also es geht ja in dieser Kunst der Schwingskulptur nicht nur um die Erschaffung von Kunst mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, sondern es geht um eine Essenzfokussierung auf die Kunst. Es geht darum, herauszuarbeiten, welche Elemente sind bedeutend für Kunst und welche Elemente sind unbedeutend für Kunst. Und mit dem 10-Punkte-Plan der Schwingskulpturen ist das ein bedeutender Aufschlag, zu sagen, es dürfen nur Objets trouvés benutzt werden, zu sagen, das Tragen von Handschuhen ist verboten, zu sagen, Sprühlacke sind verpönt, zu sagen, Hängung geht über Standskulptik. Das bedeutet nun nicht, dass jede Regel für sich zu 100% gültig ist durch die Zeit. Das war nie das Ansinnen von Aita, so wie ich sie kennenlernen durfte.
war es nie das Ansinnen zu sagen, das sind feste Regeln, sondern es war immer das Ansinnen, ein Regelwerk zu bauen, das funktioniert wie ihre Kunst, nämlich als Schwingung, als hängende Skulptik, als dynamischer Prozess. Als dynamischer Prozess. Dynamischer Prozess. Ja. Der 10-Punkte-Plan nimmt natürlich auch die Beliebigkeit. Diese Objekte, die sie schafft, wirken sehr beliebig auf den ersten Blick. Es sind Alltagsgegenstände, es sind völlig ohne, dass man einen Zusammenhang erkennen könnte, zusammengefügte kleine Dinge, die aber nur dann zu einer Schwingskulptur werden, wenn sie eben die Anforderungen, die sie formuliert hat, erfüllen. Jeder Cretin könnte mit Handschuhen Sprühlack über hängende Sachen sprühen. Verstehen Sie? Also, aber das ist eben dann keine Schwingskulptur. Genau, dann ist es halt was von der Decke hängt. Und das ist eben ein Unterschied zu einer Schwingskulptur. Das ist auch ein, ich möchte nicht sagen ein Herzenswerk, aber es ist eins, was uns auch täglich begleitet. Ja, es ist schon ein Herzenswerk. Ich würde schon so weit gehen. Das ist sehr schön. Das würde Ajita sehr freuen, ja, das zu hören. Ja. Ajita ist ja sowieso eine ganz patente. Ich glaube, die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit ist gekommen, auch das hier sagen zu dürfen. Peter war sehr lange, sehr heftig verliebt in Ajita und hatte den Wunsch... Wenn man die Geschichte erzählen will, die man erzählen will, dann wird sich da schon etwas finden. Aber was... Also die Kunstfertigkeit der jeweiligen Künstler zeigt sich eben erst im Verzicht. Im Verzicht. Verzicht auch auf Möglichkeit.